Ja, und da sind die zwei unmusikalischsten Schweizer. Alles klar. Herzlich willkommen. Merci. Fabien, als ich vorher in der Kantine oben zu Nacht gegessen habe, hat mir einer aus der Sportredaktion gesagt, du hättest 10 Schrauben in dir. Nein, es sind 15 Schrauben. 15? Ja, aber verteilt auf dem Körper. Nicht lassen wir doch mal schauen, ob das wirklich stimmt. Ich habe darum ein Magnet geholt. Richtig? In der Requisite. Ja. Nicht hier, wegen dem Piercing. Oh. So einer bist du. An den Knie, oder? Das sind die heiklen Stellen. Ja, nein, die sind etwa... Ah, nein. Warte mal, die sind da so verteilt, etwa auf hier. Hier. Tatsächlich, ich glaube es nicht. Das sind eben noch die in meinem Jahrgang, die eben noch so sind. Die bleibt so immer, weißt du, wenn du umreist. Ja. Kiko, was ist das eigentlich für ein Name? Als ich noch ein kleiner Bub war, hat mein Wellensittig so geheißen. Also Kiko ist Kurzform von Francisco auf Spanisch, Kiko, wie Chicho auf Italienisch. Ja, ich glaube, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Ich erkläre euch jetzt schnell das Spiel. Und zwar, wir haben da hinten ein Panel und da hat es Buchstaben. Und unter diesen Buchstaben sind ganz bekannte Schweizer Melodien darunter versteckt. Und auf der anderen Seite sind Instrumente, wo dann eins von euch zugeordnet wird. Wir haben hier zum Beispiel eine Bassgeige, dann ein Alphorn, wir haben einen Spoitzknebel oder Blockflöte, wie man auch sagt, dann eine Auswahl an Schweizer Örgeli, dann ein Hackbrett und eine singende Säge, ganz schwer zum Spielen. Es gibt ein Desaster im Fall. Ja. Und dann eine fachkundige Jury, die kennen wir alle, der Carla Brunner, Interpret und Komponist von ganz grossen Schweizer Hits. Dann der Ueli Moser, eine Legende, kann man sagen, hat mit allen grossen Schweizer Musikern schon zusammengespielt aus der Volksmusik. Er hat übrigens können, das letzte Jahr mit dem Gabalier für 85'000 Franken auf Tournee, aber er hat leider das Geld nicht zusammengebracht. Und dann Madeleine Janette. Niemand spielt Bratsche so schön wie unsere Madeleine Janette. Sie werden dann versuchen müssen herauszufinden, was ihr da spielt. Gut, wir fangen an. Ich würde sagen... Schere, Stein, Papier, komm. Auf eins? Ja. Schere, Stein, Papier. Ich. Okay. Du fängst an. Gut, also, welchen Buchstaben möchtest du gerne? Ich möchte den Buchstaben, wo ich nicht herkomme, weil ich bin zu klein. Kannst du mir abnehmen? Das A hast du gesagt? Ja, der Grösste. Überleiter. Ah, gut. Was lachst du? Du bist ein armer Sieg. Gut, aber du kennst das Lied. Ja. Gut. Das kannst du sogar in Berndeutsch. Und jetzt darf ich noch das. Nein. Das macht der Gegner. Wir wollen schauen, dass da wirklich alles mit rechten Instrumenten geht. Welches hast du in Sibni? Ja. Nein, ich sagte, wir helfen noch. Szene. Oh. Nein, komm on. Giegen. Er muss Giegen spielen. Da. Entschuldigung. He. Fabien, Giegen. Nein, das ist ein Giegen. Deine Bühne. Ja, so wie herrscht da. Mikrofon. Hey, ich bin fast nervös. Schau mal, schau, das kommt nicht gut. Probier doch da beim Mikrofon. Weißt du, da hört man dich besser. So, und wir sind gespannt. Warte. Oh, da kommt ein Fahrer. Warte schnell. Warte. Oh, fast. Endetanz. Endetanz. Ja! 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 Das darf Merci. Hey, bravo! Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ich glaub's nicht. Hey. Ist das möglich? Aber hey, nein, das... Er hat es gewusst. Das ist so klar gewesen. Wie hast du das gewusst? Ich hab das rausgefunden, ich glaub's nicht. Ich bin recht gut. Also, das gibt einen Punkt für den Fabio. Kiko? Wie hast du das rausgehört? Hey? Endetanz. Ja. Kiko, welchen Buchstaben möchtest du? Wir haben See aufgewachsen. Das J. I.
Du kennst es nicht. Kennst das habe ich vorhin noch. Gut. Jetzt müssen wir dir noch ein Instrument zuordnen, damit ihr seht, dass wirklich alles mit den rechten Dingen her und zu geht. Welche Nummer sollen wir ihm geben? Das 9. Bist du einverstanden? Das 9? Ja, ich. Gut, das 9. Yes! Kontrabass! Jawohl! Los! Das ist die Riesengeige da, gell? Mit dem da hier. Ich verlasse mich auf dich jetzt, gell? Wenn du schon da rausgefunden hast. Ich habe jemanden von euch. Also, das ist mal ein Test, ob überhaupt ein Ton rauskommt. Du musst ja drücken. Aber. Oh, sorry. Okay. Hahaha, nichts kommt raus, warte! Okay. Sind ihr ready? Ja. Du hast, weißt, probier's doch vielleicht mal mit Zupfen. Oh. Nein, du musst schon Hungerzupfen oben haben. Unten? Ja, ist so. Düse. Weißt du, für eine komische Bewegung, die du da machst, ich bin da am Spielen. Hey. Zwei richtige Töne habe ich schon gehört, einfach noch nicht in der richtigen Reihe. Er muss einfach sagen, wenn er anfängt. Los! Ich bin schon voll dran. Denkt ihr ein bisschen vielleicht an das Füdli schwingen? Immer noch. Was ihr vielleicht besser wisst, hat man dann oftmals noch ein Glas in der Hand. Und der Rohrer kann das nicht. Nach dem Sportart, die er. Sind alles gleich. Hey. Über den Mittag isst man meistens eine Bratwurst mit Pommes frites. Lange Unterhose hat man an dazu. Ich kenn's nicht, ich kann's nicht spielen. Ja! Sie hat's rausgekommen! Sie hat's alles! Sie hat's alles! Unmöglich! Das sind noch Musiker, du! Das sind Musiker! Ich schwitze die ganze Zeit. Eine Runde machen wir noch. Nachher analysieren. Nicht noch eine. Mal einmal machen wir noch. Eins, eins. Fabu, möchtest du gern? Ich nehme das E. Das E. Ah! Das ist ein Lieblingslied. Sehr schwieriges Stück. Und er gibt dir welches Instrument? Klarinett! Ich weiß nicht, was das ist. Mal, Klarinett. Da? Da, schau da hin, das ist Klarinett. Nein, das ist kein Salto. Klarinett. Das ist wie Blockflöte, Mann. Schau, dass du auf der richtigen Seite ins Maul nimmst. Ja, das ist gut so. Nimm das Mundstück ab. Ich den Text abnehmen. Das Mikrofon. Hey, die lachen mich aus, glaube ich. Ja. Gala, du rührst, wenn er etwas falsch macht. Ja, ist gut. Macht's ab. Ich habe ein bisschen Herpes von der Sonne, vom Berg. Macht's nicht. Also komm, kannst du da schnell. Nein, aber. Also, mein Lump ist zwar nicht sauberer, aber. So, also. Wäh! Du hast vorhin gehört, du hast drei geschnitzt vorhin, du Grusige. Ich auch. Aua. Hey, es kommt. Nein, ehrlich. Es kommt kein Ton. Ist die nicht verkehrt? Aha. Nein. Ja, doch. Kehren! Schon wieder kehren? Nein, hey, kann mir schnell einen helfen? Ich habe keinen Plan. Schau so. Ja, wer hat das Blättchen drauf tun? Da kommt wirklich nichts. Ha, ich wollte ein anderes Instrument. Du, da hat Speisen drin schon. Nein, also wer? Also gut. Nein, okay. Sonst gehe ich heim. Okay, nein, gut. Du darfst noch mal, eins auswählen. Also, jetzt nein, das Instrument nicht zu lieb, gell? Ja, eben. Ist doch gefährlich. Hackbrett! Oh, Hackbrett! Hey. Du und Hackbrett! Hey, das musst zwei Löffel. Wer sitzen? Das ist da mit den zwei Löffeln. Ja, das ist das da vorne. Komm jetzt. Also das Hackbrett kennst du. Der Titel. Aha. Ah, weißt du nicht mehr? Schon vergessen. Ja, ab 40. Also, ich kann es noch zeigen. Aha. Ja. Ach, so schwierig. Sagst du, wenn du anfängst? Ich habe noch nicht angefangen. Ah. Ich bin nicht endlich. Du sagst, wenn du anfängst, gell? Jetzt von ja. Gell? Fast, ich habe es fast getroffen. Moment, noch eins. Gell, du hast noch nie Hackbrett gespielt. Nein, habe ich nicht. Ich bin von Bern und das ist von anderen. Nein, nur einfach, man merkt es. Nicht singen dazu. Nicht singen dazu.
Also, was könnte das sein? Ja. Ein Zürcherlied. Weißt du es? Ja, ich habe es gehört, leider. Also die Melodie hast du gehört? Oder? Nein, aber ich habe «Grüezi wohl» gehört. Du hast beschissen. «Grüezi wohl» von Stirner. Das ist richtig. Ja. Das ist nicht. Es gibt Abzüge. Also, Kiko. Die besten Instrumente sind Charlie Beck. Das D. Was ist für ein Lied? Mein Lieblingslied. Oh, gut, okay. Dann gut. Was will ich nehmen? Ja, das nimmst nicht du, das geht es eigentlich noch. So, jetzt bekommst du einen. Akkordeon! Das kannst du so gut, nicht mehr. Nein, es ist eben nicht alles Akkordeon. Nein, das ist nicht alles Gleiche. Du, hörst, ich moderiere da, gell? Nein, das ist kein Akkordeon, das ist ein Mini-Jörgeli. Zweite, das Grosse. Wie, ab welcher Größe ist denn ein Akkordeon? Mach. So. Zum Glück kann ich da. Hey. Es singt er. Bist du ready zum Verlieren? Yeah, ready. Es steht Eis, Eis. Yeah, go, go, go. Es braucht Luft. Was tut man, ziehen oder drücken? Glaub, ist egal, ist beides der gleiche Ton. Ja, kommt drauf an. Ich glaub, musst du mal probieren. Ich habe recht gehört. Du hast gesagt, das ist dein Lieblingslied. Ja, zum Lesen schon, aber zum Spielen habe ich. Okay, es ist ganz langsam. Ich rede nicht wie er. Okay. Ein Bauernbübli. Ja, hätte ich auch gesagt. Warte, fast. Ein Bauernbübli. Nochmal, ich muss nochmal ausholen. Ah, okay. Jetzt wieder Luft rein. Warte. Oh Mann. Eines der bekanntesten. Es kommt doch nicht mehr. Ah, jetzt. Nach dem Komponist ist auch ein Käse benannt worden. So ein Halbherdkäse, den man gut fürs Gordon Bleu brauchen kann. Kommt aus einem Kanton. Fast! Wo es einen Schlüssel im Wappen hat. Ich muss noch mal warten. Warte, lass jetzt. Das sieht klar aus. Nein, das ist doch. Ich bin der Schachensepperli. Ja, Schachensepperli, ja. Genau. Carella, bravo. Der Seppali, die ganze Lampe kommt. Die Brenner Fleck ist die Stürze. 2-1. Okay, so. 2-1. Du bist der Boss. Also, los, liebe Freunde. 2-1. Du hast da... Ja, aber ja, gleich ein Punkt. Nein. Ja, einen hast du gemacht, aber der Kiko hat 2 gemacht. Du bekommst als Preis eine Glocke. Okay. Jetzt kann ich meine Verwandte am Flughafen abholen. Es gibt auch eine. Wir haben eine bekommen. Aber freut euch nicht zu früh, wir nehmen euch nach hinten wieder weg. Ja, das macht Schweizer Fernsehen immer. So, das wäre es ja. Von unserer Seite. Und ich gebe jetzt weiter an den Captain von dieser Sendung, an Nicolas. Merci mal. Ein Kick an Fabien und natürlich der kompetente Jury. Und ein Quizmaster.